Hallo, ich bin's der Uli wieder. In unserem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man sich gegen einen Schwitzkasten, den man schon so von der Basis her erkennt, vorgehen kann, dass man da eventuell mit einer Hand schon covert, um sich vor Schlägen zu schützen. Oft ist es aber so, dass man sich instinktiv mit beiden Armen schützen will. Diese embryonale Schutzhaltung, dieser Reflex ist da, dass man die Schützenswerte sichern will. Kann auch passieren. Das heißt, ich nehme den Schwitzkasten. Ich gehe mit beiden Händen nach oben, bin jetzt mit beiden Armen drinnen. Da ist wieder wichtig die Kontrolle des Arms, dass er nicht schlagen kann. Jetzt kann ich aber nicht so wie in der letzten Befreiung, wo man da waren, meine M zumacht, von hinten reingehen. Jetzt muss ich von vorne über die Augen gehen, kann er wieder über die Schwachstellen, Nase, Augen aufmachen, vielleicht in eine gute Position da oder da bringen und mit Kniestößen attackieren, eventuell am Takedown nachsitzen, finalisieren oder flüchten. Das heißt, da habe ich nur ein bisschen Schutzinstinktiv, der nimmt mich, ich ziehe zusammen, ich mache da sofort auf, gehe auf die Schwachstelle, fumm, bin drinnen, Fucken weg, attackieren im Weichteilbereich und habe ihm dann wieder viele Möglichkeiten, schlagen, Takedown, wie ich vorher gesagt habe, und attackieren. Vielleicht einmal kurz von der anderen Seite. Das heißt, er nimmt mich mit dem rechten Arm, ich cover wieder, gehe sofort auf die Schwachstelle, schaue, dass sie sichert, mache ihn da auf. Über Nase, Augen gibt er nach, kann gleich attackieren, kontrollieren und habe dann wieder Möglichkeiten, dass ich ihn eventuell zu Boden bringe und weiter attackiere. Okay, zusammenfassend nur einmal die Schlüsselstellen. Prinzipien sind wichtig, das heißt, ich muss das nutzen, was passiert. Wenn ich mit beiden Händen covert, genauso wieder schauen, dass ich Kontrolle über meinen Stand habe, dass ich Gleichgewicht habe, dass ich seinen Arm kontrolliere, damit ich mich nicht schlagen kann, in dem Fall jetzt nur mit einem Arm, weil der heraus ist. Dann aber sofort wieder, nachdem ich gesichert bin, die Schwachstellen attackiere, Augen, Nase, dann kann ich mir nochmal aufmachen, wie ihn da nicht wisch, ob ich ihn so oder so greifen kann. Gibt es Varianten und dann attackiere ich natürlich wieder Schwachstellen, bis der Gegner zu Boden geht oder ich flüchten kann. Ja, das war eben diese dritte Variante mit dem Double Cover. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn es geht, bitte liken und teilen. Danke, pfiat euch.